Die Nummern in Tarkov sehen aktuell etwas kritisch aus. Wie wird das weitergehen, gerade mit so vielen Spielreleases? Haben wir eventuell bald tote Server? Das ist das einzige Thema heute in den Tarkov News. So, moin Leute. Heute geht's wirklich nur um ein Thema, und zwar um ja die Zukunft oder den aktuellen Zustand von Tarkov. Denn wie so oft in Tarkov ist halt so, dass Ende Wipe gehen die Spielerzahlen nach unten. Das wissen wir eigentlich schon seitdem es Tarkov gibt. Anfang Wipe ist einfach da, wo die meisten Leute am meisten Spaß haben und auch die meisten Leute spielen. Und danach geht das kontinuierlich nach unten. Denn wie immer, wir haben keine Spielerzahlen, wie zum Beispiel bei Steam. Das heißt, wir verwenden einfach die Twitch-Zahlen, denn das vermittelt immer so einen guten Eindruck, wie viel Interesse ist für ein Spiel aktuell gerade da. Also wir sind hier ziemlich im Abwärtstrend aktuell, aber eben, das ist einigermaßen zu erwarten. Es ist ziemlich spät in Wipe rein. Aber jetzt sind halt auch ein paar ziemlich große Titel erschienen. Wir haben zum einen New World, und das Spiel ist in einem riesen Hype. Das war seit langer Zeit heiß ersehnt und jetzt ist es endlich da und die Leute feiern es, soweit ich gehört habe. Und man sieht es auch an den Zahlen. Die haben jeden Tag an die 700.000 Spieler alleine auf Steam. Das ist ja nicht die einzige Plattform, worüber man das Spiel starten kann. Also brutal. Jetzt wie die Zukunft da aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nicht so viele Stunden im Spiel, dass ich irgendwie beurteilen könnte, ob das jetzt ein Hype ist, der schnell abflachen wird, oder ob das bestehen bleibt. Da habe ich ehrlich gesagt einfach zu wenig Ahnung von dem Spiel. Wir werden sehen, aber aktuell sind sehr viele Spieler da drin. Dann war die Battlefield Beta gerade eben, und da waren auch unglaublich viele Spieler dabei. Die Zahlen waren so um die 160.000 Spieler allein auf Steam, und es ist ein Origin-Game, also da werden nochmal unglaublich viele Spieler über Origin das Ganze gespielt haben. Also kennen wir die richtigen Zahlen, kenne ich jetzt gerade nicht, aber ich schätze auch so um die 300.000-400.000, würde ich mal sagen. Zumindest als die Beta dann wirklich offen war. Da waren halt auch sehr viele Spieler im Battlefield. Jetzt ist Far Cry released worden. Heißt, viele sind halt einfach im Moment gerade am Far Cry erkunden. Das ist doch immer so, vor Weihnachten kommen so viele Spiele raus, das ist komplett normal. Aber was halt krass ist, wenn wir die Zahlen angucken, wir sehen vom September, Ende September, auf Oktober, als New World rauskam, einfach mal auf 12.000 runter. Also da sind irgendwie fast 5.000 Leute weg. Und dann kam die Battlefield Beta, und dann waren wir zum allerersten Mal in Tarkov unter 9.000 Viewern. Das gab es davor tatsächlich noch nie. Also unter 10.000. Davor war es immer so, dass es hat immer so bei 20.000 rumgedümpelt bis Ende Wipe. Zu Ende Wipe war immer so 20.000 ist es irgendwie rumgedümpelt. Aber 9.000 ist schon, boah, das ist brutal wenig. Also man merkt es auch an den Servern, also viele Server aktuell sind ziemlich leer. Jetzt mit dem Kappa, mit der Kappa-Änderung haben viele Streamer nochmal Motivation gekriegt, diesen Kappa zu holen, aber für einen Casual-Spieler, den juckt das nicht. Also, es kommt noch Back 4 Blood, jetzt eben Battlefield kommt dann, irgendwie Call of Duty war noch was, aber das verfolge ich zu wenig aktiv. Also, da wird eine Menge Konkurrenz kommen und der nächste Wipe, ich erwarte den vielleicht Dezember. Heißt, wir haben noch gut 2,5 Monate zu überbrücken. Ohne Content. Ja. So, ich muss da kurz nachhaken, weil das klang mir die Tiere richtig schlimm. Keine Sorge, ich habe Content genug. So, ich habe noch die Kultisten-Mission und danach habe ich mir was richtig Cooles überlegt. Also wir haben Content bis Dezember, keine Sorge. Aber ich habe auch den Luxus, dass ich Tarkov höchstens 10 Stunden die Woche streame, manchmal weniger. Heißt, ich habe so ein Tempo, wo ich eigentlich Content habe bis Ende Wipe. Aber andere, die halt öfter mal streamen, sehe ich oft, die sind wie mit dem Spiel komplett durch. Und es soll jetzt wirklich kein Angriff sein. Das ist unglaublich schwer zu äußern, oder dass es wie ein Angriff klingt, aber soll keiner sein, okay? Aber ich schaue bei vielen anderen Streamern rein und bei vielen habe ich so den Eindruck, die Luft ist wie raus. Also die wissen nicht mehr richtig, was machen, haben wir alles durch. Ja, keine Ahnung. Dorms, raus. Kam keiner. Nochmal. Eben. Das soll kein Angriff sein, aber ich habe so das Gefühl, die hätten schon gerne so ein bisschen Content. Weißt du, ein cooles Event vielleicht. Keine Ahnung, 2 Bosse auf Customs oder Kälte-Event. Man kann nicht lange draußen bleiben. Man muss sich irgendwie versorgen oder irgendwas wirklich Aktives. Weil die letzten paar Events, so ein Special Wodka, ey, war echt langweilig.
jetzt irgendeinen Scav, der ein bisschen schwieriger sein soll. Ich habe noch nicht keinen Scav gesehen, der mich jetzt beeindruckt hätte oder irgendwas, außer der Todd Scav, der übliche, der Herr der Eis drückt. Ich weiß nicht, die letzten Events haben sich irgendwie so angefühlt, wisst ihr? So, ich habe schon das Gefühl, dass die meisten hätten gerne so ein bisschen Content. So meine ich das. Okay, das soll kein Angriff sein. Wie gesagt, ich weiß, es ist schwer. Jetzt, warum das Ganze so ist, wie es ist, natürlich, man weiß es nicht 100%. Ich habe so meine Vermutung, weil man hört Pestily, man hört Summit, man hört Shroud, man hört so viele größere Streamer, alle sagen dasselbe. Anfang Wipe ist lustig. Die Fights gehen länger, die Waffen sind nicht so komplett overpowered, broken und fühlen sich wirklich anders an, je nach Waffe, die man spielt. Und das macht das Spiel halt spannend, lustig und einzigartig. Aber es dauert nicht lange und dann sind die ersten schon wieder mit 6er Rüstung und Altteam-Helm unterwegs und spielen ihre M4 oder was auch immer für ein Meta-Zeug. Und je länger der Wipe geht, irgendwann spielt jeder das Gleiche. Jeder rennt rum mit einer HK oder einer M4. Das ist der Punkt, wo die meisten Leute einfach dippen und sagen, alle klar. Whatever. Langweilig. Ich hab's gesehen. Ich denke, das ist dort, wo BSG ansetzen muss. Es geht einfach zu schnell wieder immer in die gleiche Richtung. Es dauert ein paar Wochen und schon sind die Leute wieder fertig im Grunde. Und das ist auch der Punkt, wo viele quitten. Und gerade für Casuals, wenn sie dann gegen diese Leute fighten müssen, haben sie auch keinen Bock mehr. Weil wenn man selber versucht, halt irgendeine Mission zu machen, keine Ahnung, Bronze Watch zu sammeln und da sitzt schon wieder der Erste mit einer Meta-M4 oben drauf und aimt das weg, dann hat man aber direkt keinen Bock mehr und das verstehe ich. Also muss er wahrscheinlich irgendeine Balance finden. Ich werde das hier in dem Video jetzt nicht weiter thematisieren. Da kommt noch ein Video die Tage, wo ich so meine Ideen, wie man das Ganze beheben könnte, tatsächlich, dass diese Anfangsepisode oder diese Early Wipe, dieses Feeling über eine sehr lange Zeit bestehen bleibt, wie man das machen könnte. Das ist einfach eine Idee von mir. Könnt ihr dann gerne eure Meinung preisgeben. Also ich habe auch kein Problem mit Diskussionen oder so, solange man das zivil hält, ne? Zivilisiert hält. Zivil, ey. Aber ja, also wenn ihr jetzt was grinden wollt oder Missions machen, ist wahrscheinlich optimal, weil die Server sind ziemlich leer. Gerade wenn dann Battlefield noch released wird und so. Also ich glaube dann, wenn ihr Missions machen wollt, dann wäre ziemlich optimal. Aber ja. Ich wollte das einfach mal so kurz thematisieren, euch die Zahlen präsentieren und jetzt lasst mich wissen, was ihr von der ganzen Sache denkt. Was denkt ihr? Ist Tarkov in einem kritischen Zustand gerade oder ist das einfach normal und an Weihnachten? Also ich denke sowieso, an Weihnachten Vibe, dann geht es da wieder hoch und ich denke nicht, dass das Spiel wird nicht sterben oder irgend so ein Käse, ne? Das ist einfach ein bisschen leer aktuell. Das gibt's in jedem Spiel mal, aber davon wird Tarkov jetzt nicht sterben oder so, also keine Sorge. Das wird nicht passieren. Lasst mich wissen, was ihr denkt zu der ganzen Sache. Spielt ihr aktuell noch Tarkov oder wartet ihr auf den Wipe? So. Also generelle Meinung, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ist für mich auch immer angenehm, so zu hören, was so die generelle Meinung ist zu einem gewissen Thema. Also gerne in die Kommentare. Dann Daumen nach oben, abonniert für mehr wie immer und dann sehe ich euch im nächsten Video oder im Stream. Bye, bye.